Was? Schon wieder eine Woche um und der Eiermann steht vor der Tür? Abladen bitte, aber diesmal im Hof, da ist es kühler. Es ist inzwischen nämlich ziemlich heiß geworden. Und Reis wird auch noch angekarrt. Was für ein Stress. Da geht die gemütlich faule Woche also dahin. Der Reislieferant rollt heute mit großer Besatzung an. Ist dem Sklaven wohl zu schwer, die Säcke alleine abzuladen. Aber zwei Damen als Transportarbeiter zu verpflichten, ist auch nicht gerade die beste Idee. So ein 45-Kilo-Sack ist schon für einen gestandenen Mann schwer genug. Für die Mädels ist das definitiv keine gute Arbeit. Selbst zu zweit plagen die sich gewaltig. Aber wahrscheinlich sind sie froh, den Job ergattert zu haben. Das Abfüllen der Portionen ist diesmal auch viel anstrengender, weil Tangma und Rambo Palit, trotzdem sie protestieren, Arbeitsverbot haben. Die Infektionszahlen sind wieder gestiegen und wir müssen die Kinder schützen. Also, Coroneros, seht zu, wie ihr ohne die professionelle Hilfe der beiden Zwerge zurechtkommt. Wenn ihr euch richtig anstrengt, wird es schon gehen. Wir sind knapp bei Kasse, deshalb mussten wir die Anzahl der Portionen reduzieren. Da werden leider einige leer ausgehen. Das schmerzt, ist aber allemal besser, als überhaupt keinen bedienen zu können. Als die Portionen endlich abgefüllt sind, sitzt die Nebenstraße wieder voller Menschen, die auf ihre Abholnummer warten. Zwar mit Abstand, aber es ist trotzdem gegen das Versammlungsverbot. Hoffentlich gibt es da keinen Ärger mit den Behörden. Also möglichst schnell die Nummern ausgeben, damit die Menge sich auflöst. Wer behindert ist, wird bevorzugt bedient und die restlichen gehen schnell durch die übliche Routine.
Während die Menge schrumpft, kommen immer wieder mal Neuzugänge, die sich hinten anstellen müssen. Und die Ordner haben manchmal Mühe, für Abstand und Ordnung zu sorgen. Als dann am frühen Nachmittag die Rationen in der Seitenstraße ausgegeben werden, geht es zivilisierter zu. Die Coroneros haben sich mit Masken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln gewappnet und am Eingang zur Nebenstraße wird streng kontrolliert. Und es werden immer nur kleine Gruppen eingelassen, die dann mit Abstand ihre Nummern abgeben und ihr Essen in Empfang nehmen. Empfängern, die sehr schlecht zu Fuß sind, wird die Ration an die Hauptstraße gebracht, um ihnen den Weg zu ersparen. Hin und wieder müssen die Absperrungen beseitigt werden, weil Anwohner mit dem Auto in die Seitenstraße einfahren wollen. Für die ist unsere allwöchentliche Essensausgabe lästig. Aber bisher hat sich noch keiner beschwert, weil alle begreifen, dass wir das für die Ärmsten der Armen tun.
Im Gegenteil, einige spenden sogar und einige helfen aktiv mit. Die Portionen werden weniger und immer mehr Nummern auf der Liste sind ausgestrichen. Es hat heute nicht so lange gedauert wie sonst. Das liegt auch daran, dass wir weniger zu verteilen hatten. Wie immer wird das Auto noch mit den Portionen, die wir am nächsten Tag ausfahren müssen, beladen. Und dann gibt es für alle Coroneros noch eine spezielle Leckerei zum Mitnehmen. Die haben Prop und ihre Schwester Sri gekocht, als kleine Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz. Am nächsten Morgen fahren Prop und der Dino wieder zu den Nichtmobilen. Auch da musste die Anzahl der Portionen leider reduziert werden. Mit dabei sind die Zwillinge, die Geng und Bem oftmal in Obhut haben. Diesmal wurden sie bei Prop abgeliefert, weil weder Bem noch die Eltern frei waren, um sich um die beiden zu kümmern. Die stört das nicht. Im Gegenteil, das gibt ihnen Gelegenheit, in Dinos Kühlschrank auf Schatzsuche zu gehen. Und die beiden fahren dann auch mit zum Verteilen der restlichen Rationen.
Als die Tour beendet ist, kommen noch etliche Selbstabholer, die keine Gelegenheit hatten, sich bei der allgemeinen Verteilung zu versorgen. Und dann ist das Wochenende mal wieder vorbei. Wir hoffen, der Sommer macht euch mit schönem Wetter Freude und Corönchen verschont euch und kommt nicht wieder mit neuen Varianten zum Vorschein. Bleibt gesund, eure Corona-Gang.